Selzer TV wird präsentiert von Condor, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, Rewe, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Seit einigen Jahren wird das Gelände um die Salzkottner Dreckburg einmal pro Jahr zur musikalischen Top-Adresse der Stadt. Beim Dreckburg Open Air gab sich schon das Who is Who der deutschen Popszene die Klinke in die Hand, wie beispielsweise Sarah Connor oder Silbermond. An diesem lauen Sommerabend fand mit Headliner Bosse ein weiteres sehenswertes Konzert in der Dreckburg statt, ganz zur Freude von Salzkottens Bürgermeister Uli Berger. Ja, nach dem zweiten oder dritten Lied, dann löst sich so ein bisschen die Anspannung. Wir haben jetzt ein Jahr darauf hingearbeitet, dass Bosse heute an der Dreckburg spielen kann. Sind inzwischen ausverkauft, es ist viel Arbeit mit dabei von Salzkotten Marketing. Viele ehrenamtliche Helfer, die angefangen haben zu arbeiten. Die Feuerwehr ist mit dabei, das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei. Und wir freuen uns auf einen schönen Konzertabend und sagen natürlich vielen Dank einmal an die Sponsoren, die das Ganze möglich gemacht haben. Bis zu 5000 Zuschauer finden Platz auf dem Gelände vor der Dreckburg. Mit seinem Programm Übers Träumen, angelehnt an sein 2023 erschienenes Album, das Platz 4 der Charts erreichte, begeisterte Bosse das Salzkottner Publikum. Bosse, ein wirklicher Künstler, der die komplette Bühne ausfüllt. Ein tolles Erlebnis bis hierhin. Und ich denke, wir werden ja alle einen super schönen Abend haben. Fühlt sich an wie die Befreiung, die Befreiung. Mit Bosse kam mal wieder ein hochkarätiger deutscher Künstler in die Hederstadt. Man darf gespannt sein, auf wen sich die Selzer 2025 freuen dürfen. Selzer TV wird präsentiert von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Provinzial Witulski, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heder Center, Moltec, der Dachdeckerei Dennis Eickel und der Stadt Salzkotten.